Das sieht doch komfortabel aus, würde ich sagen. Sehr, sehr gut, ja, wie ich finde. So sehr, kann man das echt machen. Sehr, sehr, das hätte sehr man, gut. Hätte man schon vorher mal drauf kommen können, dass so Bürostühle halt einfach wirklich bequem sind und eigentlich so die richtige Wahl sind für auch solche Sendungen. Für solche Sendungen sehr gut und vor allem aber auch dadurch, dass wir jetzt nicht mehr offizieller Medienpartner sind, dürfen wir ja auch gefühlt wie in so Schreibtischstühlen sitzen. Also ich finde das jetzt... Wäre das anders gewesen vorher? Vor 2 Jahren hätten wir uns als Bundesliga... Hätten wir uns das nicht trauen können, wir haben noch safe andere Sachen gemacht. Ich überleg doch gerade schon mal, wie wir schon mal Sendungen gemacht haben. Nein, aber wir haben zum... Also erstmal für alle, die Audio nur hören. Wir sitzen in unserem provisorischen Bouncehouse-Playoff-Studio hier. Ja, ist immer noch Playoff-Hype. Sorry für alle, die sich an der Volleyball-Bundesliga nicht beteiligen. Das ist euer Fehler, das ist echt cool gerade, aber wir sind immer noch im Hype. War sehr cool gestern. Jetzt haben wir nur, müssen wir später, ne? Die Trikots wirken jetzt nicht mehr so geil. Ja, aber ist auch, mal, gestern stimmt auch nicht, weil nicht wenn du es hörst, selbst wenn du es früh hörst, ist es ein Vorgestern bzw. ein Dienstag. Es ist gerade Mittwoch. Ja. So, ne? Heute ist BR Volleys gegen die SVG Lüneburg. Genau. Ich predikte, dass es leider 3-0 ausgegangen ist und Berlin das erste Mal deutlich gewonnen hat gegen Lüneburg in der Saison. Okay. Also das erste Mal so richtig, richtig deutlich. Mhm, spannend. Predikte ich leider, aber gestern, also vor 3 Tagen, Dienstag, für alle, die gerade hören, Dienstagabend, am Dienstag war es wirklich sehr schön. Das war ein toller Start und hat wieder richtig, 1917, richtig Freude gemacht. Schlagen die Grizzlies nach 2-0-Führung, 2-2, Ausgleich Friedrichshafen, schlagen sie Friedrichshafen. Ja, das war schon so, weil ich meine, es hat sich ja so ein bisschen geschiftet. Wir haben ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren sehr hochprozentig einfach diese reinen Sportübertragungen gemacht und man war sehr hochprozentig auch du. Ja, dann irgendwie Sportkommentator und das wird jetzt ja immer weniger. Nee, Sportmoderator. So. Das ist ja das Spannende, wir haben ja nicht mal selber kommentiert. Ja, okay, stimmt. Wir hatten ja so Ja, wir haben nicht kommentiert. Also dann haben wir trotzdem, also man hat häufiger irgendeinen anderen Kram kommentiert. Wir haben dieses Jahr mehr Spiele kommentiert als die 2 Jahre davor zusammen. So, aber wenn ich jetzt mal überlege, so rein vom Stream her auch, ich meine gut, das war damals beim Bounce das ja eh so ein bisschen, dadurch, dass man so viel abgegeben hat von der Verantwortung und immer das Produkt nur angereichert hat, aber am Ende nicht verantwortlich dafür war, ob dann irgendein Eiernacken, wenn man rübergeschaltet hat in die Halle, ob der dann scheiße kommentiert hat. Ja. Das war ja dann eh immer so. Also es war trotzdem natürlich ein absolutes Leidenschaftsprojekt, schon immer, das Bounce-Haus. Aber es war dann halt ein bisschen anders. Jetzt mit dem selber kommentieren, also ich würde einfach den Stream am Dienstag, würde ich so in meinem, also da müsste ich lange überlegen, gut klar, ne, dann kommen so die klassischen Highlights, die jetzt in letzter Zeit waren, aber der rankt schon relativ hoch. Also wirklich... Wirklich sehr viel Spaß gemacht. Oh, muss man bist du, sagen. Ich war nämlich gestern Abend auch, ich lag im Bett und dachte, hey, das war, ich habe das ja auch auf meiner Instagram-Story nochmal gesagt. Ich habe gesagt, das, vielen Dank, weil es hat richtig Bock gemacht und es hatte ganz viele Tools, die ich in einem guten Stream haben wollen würde. Ja, auf jeden Fall. Also was halt echt geil ist, wir haben uns unfreiwillig, also nein, doch maximal freiwillig, aber wir haben die anderen Leute unfreiwillig in so eine Situation gebracht. Es ist wirklich jetzt eigentlich der Sweet Spot. Es ist Halbfinale in der Volleyball-Bundesliga. Ja. Wir schalten eine Stunde vorher ein für unseren, in Anführungsstrichen, ich mache Anführungsstriche gerade, meine lieben Audiofreunde, für den Vorbericht. Und es ist vollkommen etabliert und okay, schrägstrich die Leute wundern sich, wenn wir jetzt irgendwie sportlich über irgendwelche Themen reden würden. So, nee, man schaltet ein, updatet sich ein bisschen, erzählt ein bisschen Quatsch und dann irgendwann läuft das Spiel. Dann schalten wir natürlich auch in den Modus, dass man einfach geil das Spiel gucken kann, weil wir, gut klar, es ist immer noch kein klassischer Sportkommentar, aber wenn es das Spiel hergibt, gehen wir dann ja schon voll drauf. Wir gehen drauf, wenn was passiert, klar. Und dann, ne, also weird flex, aber find mal ein paar bessere Kommentatoren für ein Volleyball-Bundesligaspiel. So, und ansonsten halt mit allen Elementen, mit den Interaktionssachen, mit Discord-Scheiß und so. Das ist wirklich, hat sich sehr, sehr nice entwickelt. Hammer Sweet Spot, ist wirklich so. Ja. Ich habe das ja letztes Jahr im Sommer, habe ich ja immer gesagt, ey, wir, was wir dann im Bounce House machen als Verwertung, weil wir nehmen ja einfach nur ein Signal und verwerten es anders, redaktionell, das ist ja das Einzige, was wir machen, ist ab nächste Saison auch überhaupt nicht mehr mit dem Anspruch, den wir vorher hatten. Vorher hatten wir immer noch dieses, ja, ihr müsstet mal als Medien, und jetzt ist es wirklich dieses, wir haben uns erarbeitet, dass wir dieses Signal kriegen, um ein Multiplikator zu sein. Und multiplizieren das halt so, wie wir es wollen. Und das ist total geil. Aber es gibt ja auch keinen Shit-Talk mehr. Gestern waren wieder so 2, 3 Leute im Chat, die dann so gesagt haben, boah, der große Nerv, weil ich hatte den emotionalen... Ach so, ja gut, du hast halt für den Content hast du halt ein bisschen übertrieben. Und hast halt, weil wir ja unseren Fantasy-Manager jetzt immer noch haben und der langsam ja auch auf dem Niveau läuft, dass es so Spaß macht. Und wir stellen halt jede Woche dann unser Team auf und kennt ihr ja vielleicht, ne, für alle Leute, die früher... Comunio oder was auch immer gemacht haben oder auch NBA, NFL, Fantasy. Du guckst halt ein Sportspiel anders, wenn du ein bisschen da was, wenn du da Aktien drin hast. Ja. Also entweder wenn du Geld verwettet hast, das würde ich jetzt immer noch keinem von euch empfehlen, aber gerade bei so Fantasy-Kram, das macht dann einfach Bock. So, ne, wenn man da ein bisschen mitrootet und da hast du halt ein paar Mal für Content rumgeschrien und da waren 1, 2 Leute ein bisschen getriggert, die ich halt noch nicht kannten. Aber gut, wenn man dich nicht kennt, fragt man sich dann zurecht, warum schreit denn der eine da die ganze Zeit so komisch? Ja, natürlich. Du kriegst ja, ich finde das immer so witzig, wie dann so
Ich glaube, gestern waren so 3.500 Leute oder so in Spitze im Stream, kann das sein? Also ich hab mir Jona nach dem Stream gesagt, ich habe mich nachgeguckt. Und von diesen 3.000... Fast so viel wie bei Eintracht. Ja, fast. Ich habe auch gesagt, das ist schon wieder so tragisch, dass beim Bezirkspokal im Viertelfinale weniger Zuschauer als bei einem Halbfinal-Fünfsatzspiel. Aber jetzt muss man dazu sagen, parallel lief es noch auf Dein und so und dadurch hat sich, glaube ich, auch ein bisschen die... Ja, und Dienstag und so weiter, ne, das darfst du auch nicht vergessen. Wäre am Wochenende noch ein bisschen mehr gewesen, safe. Obwohl eigentlich am Dienstagabend nichts dagegen spricht, da ins Stream zu gucken. Aber es ist trotzdem noch ein Faktor. So, unter der Woche, ja. Und da sind auf jeden Fall ja Leute gewesen, die so... Das sind ja jedes Mal Leute dabei, die zum ersten Mal gucken und die vor allem auch aus der Volleyball-Szene. Also nicht die von... Leute, die von Twitch auf den Kanal kommen, auf Twitch rumeiern und dann auf unserem Kanal sind und sagen, was sind das für Dudes, die gucke ich mir mal an. Der eine ist irgendwie voll tätowiert, finde ich sympathisch, der andere schreit, okay, finde ich cool. Oder der eine nervt mich, den anderen finde ich cool. Die das ersten beiden Sachen, die man natürlich denkt. Der ist ja voll sympathisch, weil er voll tätowiert ist und der eine schreit rum, finde ich interessant. Safe. Ja, keine Ahnung. Das wird safe das sein, was man auf jeden Fall denkt, was wenn man uns nicht kennt. Ja, aber was denn, wenn du langweilige, monotone Sportübertragungskommentar kriegst, dann schalten die auf jeden Fall wieder ab, die dann da kurz, also ja, wirklich gut, zufällig draufkommen. Und dann gibt es halt wirklich die sagen, also die dann so das erste Mal, oh guck mal, meine Mannschaft Gießen ist im Halbfinale, ich gehe auf Instagram, gucke ich, da ist ein Link zu einem Stream, gucke ich rein und dann landen die so auf Twitch und sind so völlig, und die gibt's ja auch noch. Da gibt's so ein paar Hände voll und da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, Alter. Wie die auf diese Art Content und Sport, also wie es nach wie vor ist, wenn diese mittlerweile ja wirklich Minderheit derer, die bei uns zuschauen, da komplett reingeworfen wird, weil es wird ja immer schlimmer. Vor 2 Jahren Bounce House hättest du noch jemanden, da hätte ja noch gedacht, okay, die machen das moderner und interaktiver. So, fällt mir jetzt nicht, dass die da Bier trinken parallel. Mittlerweile trinken wir ja weniger Bier, aber machen mehr Scheiße eigentlich. Oder mehr, also mehr, sagen, der Bierkonsum ist runtergegangen, seitdem wir kein offizieller Medienpartner mehr sind, aber... Ja, das ist schon. Das wäre schon, also ist schon geil und wäre natürlich perspektivisch, wenn man da jetzt auch noch, weil mir macht Volleyball gerade einfach wieder richtig Bock, muss man sagen. So, ich läufte jetzt auch, irgendwie gestern habe ich bei YouTube noch angezeigt bekommen, dass jetzt hier die ganze Zusammenfassung von den Viertelfinals in Italien waren. Ja. Und wenn man sich dann mal so vorstellt, man würde sowas vielleicht auch nochmal bekommen und sich dann da angucken kann, wie dann hier da, wo jetzt Toni Brehme spielt mit Bruno zusammen und noch 2 internationalen Topstars, wenn die dann Außenseiter sind in so einer Viertelfinalserie und die sich da die Dinger um die Ohren knallen. Es macht halt einfach nur Bock, kann man schon sagen. Ne? Ja, und da wäre, stell dir mal vor, wir würden jetzt dieses Portfolio mit der Volleyball-Bundesliga, die dieses Jahr ja auch viel cooler ist und war als die letzten 2 Jahre, das noch erweitern können mit so ein paar internationalen Topspielen oder CEV-Topspielen, so Champions League oder so. Mhm. Wir hätten einfach so 50 Spiele à la carte, die wir im Jahr picken können, aufgrund dessen, dass wir hier als so ein Multiplikator, als so ein moderner Multiplikator eben gesehen haben von allen Rechten, dann ist das unser Sweet Spot vom anderen Stern, Alter. Und man darf auch nicht vergessen, dass man damit einfach extrem viel abholen würde, weil wie tickt denn der Sportfan heutzutage? Natürlich gibt es immer noch die Ultras und die krassen Vereinszugehörigen, die dann zumindest sagen, aber das sind ja die Unterschiede. Also die absolut wenigsten, ich meine, wir haben ein paar davon jetzt noch irgendwie miterzogen mit den letzten 2 Jahren, die dann wirklich gesagt haben, ey, weißt du was, ich finde das cool, ich gucke jetzt einfach alles. So, ne, ich ziehe mir fast jedes Spiel rein, ich bin immer vollkommen up to date. Ja. Dann gibt es noch so die, keine Ahnung, beim NBA League Pass gibt es ja auch die Option, holst du dir einen Team Pass, wo du sagst, ich gucke einfach immer Bea-Volleys. Das gibt es natürlich auch und dann guckst du gelegentlich mal ein anderes Spiel und dann gibt es einfach auch die, und das ist eine unterschätzt große Zahl, die sagen, natürlich bin ich interessiert an der Volleyball-Bundesliga, aber bin ich bereit, jetzt hier so viele Stunden da rein zu investieren und da mir 4, 5 Spiele die Woche anzugucken, Marsch, die Räuber macht doch niemand. So, ne, deswegen ist dieses, so einen leichten Überblick wahren, immer wieder mit dabei zu sein, da so ein bisschen mitzuschwimmen, zu sagen, so, ja, ich gucke das, aber ich gehe halt nicht diesen Full Invest, weil da sind ja die wenigsten auch mit ihrer Freizeit bereit inzwischen, ist halt auch einfach ein Ding. Ja, stimmt. Ja. Aber das ist, also, jetzt kommen wir wieder Medienthema, das ist ein, lass uns das lassen. Aber ich finde. Aber es ist trotzdem interessant, weil die Leute sich halt, in einem Mikrokosmos fühlen sie sich halt dann abgeholt und haben auch nicht das Gefühl, sie verpassen was. Richtig. Weil das ist ja so, wir geben ja Leuten aktuell das Gefühl, also, das hört man jetzt vielleicht nicht gerne, wenn man von Dein kommt, weil ich meine, der positive Effekt, dass wir trotzdem jetzt gerade jetzt mit der Playoff-Serie, gut, ne, Appetithäppchen und den Rest gibt's halt bei Dein, müssen wir nicht drüber reden, dass das natürlich passt und wir da, glaube ich, gut im Soll sind mit dem Effekt, den Dein sich auch davon erhofft. So, aber es gibt halt auch Leute, und das ist auch okay, die sagen, ey, weißt du was, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich einfach im Bounce House mir das reinziehe und da wöchentlich einmal am Start bin. Ja, aber das ist auch nicht der Kunde, den du jetzt irgendwie gewinnen, also den kannst du vielleicht irgendwann mal umstimmen, aber das ist jetzt keiner, der dir auch ohne uns irgendwie, also ein Kunde von dir wäre. Das stimmt ja nicht. Nee. Wäre er nicht bereit zu oder wäre nicht sein Konsum. Genau, die kriegst du ja eh nicht. Genau. So, ne? Ja. Also höchstens kriegst du die Leute jetzt halt, wie gesagt, für einmal so, weil da wird ja auch schon ein Effekt sein, wird man sicherlich auch sehen in den Zahlen, die jetzt einfach sagen, ja gut, weißt du was, jetzt gehe ich halt einmal rein, hol mir halt einmal einen Monat. Ja, ja. So, keine Ahnung, wie viele sich auch dann einmal ein DAZN-Abo holen, wenn dann irgendwie
damals noch Super Bowl anstand oder irgendein Super Highlight und dann halt sagen, ja gut, danach cancel ich es, wenn ich es nicht vergesse. Und ist doch auch in Ordnung. Dann ist doch auch in Ordnung, wenn jetzt, keine Ahnung, ein paar hundert Leute sich für einen Monat halt jetzt einmal dein holen, weil sie da sagen, Playoffs gehe ich all in. Aber, und dann bleiben wahrscheinlich auch wieder ein paar kleben, weil es eh ein paar vergessen. Ja. Oder die dann vielleicht doch auf der Plattform abgeholt werden und sagen, ach geil, dann gucke ich mir auch noch mal ein bisschen Handball an und Basketball und so. Ja, aber das ist ja immer, das ist ja die Rolle, die wir jetzt auch einnehmen müssen. Wir müssen uns jetzt einbilden, dass das zuträglich ist oder dass das dem Produkt, dem Gesamtprodukt gut tut, dass wir diese Einzelspiele übertragen. Gibt aber auch genügend auf der anderen Seite, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, man muss alles bei sich halten und verknappen. Die Reihenfolge gibt es ja auch. Also, ja gut, das wäre dann halt nur im Endeffekt dann einfach wieder ein bisschen schade für den, für den Sport, weil es ja schon, da müssen wir nicht drüber reden, ist ja logisch, dass die Zahlen, wenn es dann auf Twitch ist. Wir sind ja dann quasi in, also wir sind die absolute, Zero-Version, die absolute Zero-Version dann von den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich quasi. So. Das ist ja nun mal so. Ja. Also wenn es dann einmal halt auf Twitch läuft, dann gucken halt viel, viel mehr Menschen Volleyball Bundesliga im Vergleich zu auf deinen, weil das ist ja logisch. Ich meine, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, dass es keine 3.500 Abonnenten da aktuell gibt. Ja, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die nicht 3.000, dass nicht 3.500 Ja, dass die nicht konstant jedes Mal gucken, ne? Vielleicht gibt es die, aber die gucken nicht jedes Mal alles. Dann hätte man eine 100% Conversion aus den Live-Klicks, die wir letztes Jahr, in den letzten Jahren. Oder es gibt wirklich eine Conversion jetzt in den Playoffs von den ganzen anderen Sportarten. Das ist halt, deswegen kann man das nicht sagen. Ja, gut. Das kann alles sein. Sagen. Das wäre natürlich echt auch mal spannend. Aber wir sind trotzdem Multiplikator. Das ist also außerhalb, das ist ja immer das, was keiner glauben möchte. Außerhalb von einem linearen Taker, der sich dann die Sachen da hochrechnet und sonstiges mit seinen komischen TV-Boxen-Skalierungsscheißdingern da, sind wir halt ein Multiplikator. Ist doch geil. Aber was ich noch, das ist wirklich der Stream, ich habe es jetzt gerade. Warum der so viel Bock macht, ist, weil es einfach, wir reagieren ja quasi auf Content. Also uns wird Content gegeben und wir reagieren darauf. Ja, also machen uns das schon auch zu eigen, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, aber... Ja, aber wir reagieren jetzt zum Beispiel, der Vorbericht, der auf deinen läuft, der gucken wir rein, wir gucken da rein und machen uns dabei darüber lustig, wie Yannick Schiller den Vorbericht macht zum Beispiel. Na klar. Ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Ich war gestern sehr... Ich war sehr fröhlich, dass das so ein toller Stream war und jetzt... stimmt. Fand's auch wirklich echt gut. Ich habe bei mir gestern, ich sag ja immer bei Gießen, mega geile Entwicklung, jetzt die 3-4 Trommler noch abschaffen und dann bist du bei einer richtig geilen Eventisierung bei einer modernen. Das ist echt. Und pass auf, was mir gestern Abend aufgefallen ist, weil die Fußball, ich wusste auch wieder bis gestern Abend gar nicht, dass Fußball-Länderspiel ist. Ich krieg's wirklich, ich bin so abgeschottet von dieser Scheiße. Ich krieg's schon mit. Gestern Abend. Die Frankreich-Sache habe ich halt schon ein bisschen mitbekommen Toni Kroos und jetzt hier Musiala Wirtz und so, das war dann schon im Algorithmus, aber jetzt vom Spiel gestern. Ja, im Algorithmus, aber von dem Holland-Spiel zum Beispiel habe ich jetzt gestern Abend auf TikTok, bevor ich pennen gegangen bin, was gesehen. Und die, das finde ich spannend bei einem Länderspiel, weil da ja nicht diese, vor allem bei einem Länder, bei einem Freundschaftsspiel sind ja nicht diese Fanblocks, ne? Also du bist nicht von dieser Ultraszene geprägt, sondern es ist ja eher, gerade in Frankfurt, es ist ja eher dieses Eventpublikum, ich gehe da hin, weil die Nationalmannschaft ist in Frankfurt. Ja. So, dann habe ich mal, hat einer einen Schal an, aber eigentlich, du siehst nicht diese weißen Blöcke, die es dann ja gäbe oder die es geben müsste in einem normalen Bundesliga-Fußballstadion. Ne? Und dann legen die auch vor dem Spiel und so, hat so ein DJ und so aufgelegt. Und das ist der DJ der Nationalmannschaft und so, der legt auch da und da auf und so, und dann legt der im Stadion auf. Also so ein bisschen fast wie, als wir in Frankfurt waren bei der NFL, wo so ein DJ voraufliegt, wo ich so dachte, aha, selbst auf den Top-Tier-Themen geht es plötzlich los, dass die Leute anders unterhalten werden. So, hört. Ja. Tradition, ja, ist krass. Ja gut, die Fußballfans mit Tradition sind jetzt natürlich eh wieder getriggert mit der ganzen Adidas-Nike-Geschichte und so weiter. Aber ist schon, also ich meine gut, das war jetzt dann Adidas intern, aber da fand ich, muss man wirklich mal sagen, jetzt abseits davon, dass ich über diese Nike-Adidas-Geschichte nicht diskutieren will, ich finde, das geht auch in Teilen ein bisschen zu weit. Das ist schon wieder so, also wenn ich da die ganzen Kommentare sehe und so sage, Deutschland ist Adidas und das ist, und das finde ich so schlimm jetzt, dass kein deutscher Hersteller mehr unsere deutschen Spieler ausstattet, das finde ich dann schon wieder so... Also jetzt, keine Sorge, das soll jetzt nicht wieder mit, ja, es ist alles passiert mit den Kriegen und jetzt trauen wir uns alle nicht nationalstolz zu sein, aber das finde ich einfach, also so funktioniert das ja auch da draußen nicht, deswegen finde ich es weird, wenn man auf einmal diese Karte zündet, aber ja, ich fand diese Marketingkampagne unfassbar gut. Also da muss man ja wirklich mal sagen, das war nah dran an einer 10 von 10. Ja, ja. Also war das Jung von Matt oder sonstiges, war das, glaube ich, die das gemacht haben? Ja, ich meine schon, aber weiß ich nicht genau. Bin mir also nicht sicher, sorry, wenn ich es falsch sage. Die TikTok-Videos und dann die Influencer auch so ganz gut gewählt und alles so mit diesem Vibe. Ja, sie haben halt die Kommentarspalten verstanden und
vorher antizipiert. Das heißt, es hat jemand vorher sich drüber Gedanken gemacht, was das für eine Wirkung hat. Das ist schon mal, das ist kampagnentechnisch schon mal sehr, sehr gut. Ja. Das muss man sagen. Gerade, also wir haben das ja gestern auch nochmal gesehen, irgendwas, also gut, klar, ne, das ist immer noch die höchsten TV-Rechte, da kommt keiner ran, aber die machen dann ja schon irgendwie so Sachen, weil was da ja gestern hier so Trimax und Eli, die dann so einen Watch-Party-Stream machen, aber dann irgendwie so zumindest so ein bisschen Sound angeliefert bekommen oder irgendeine Spur oder bekommen, gefühlt, die sie dann benutzen Clean können. Feed, die kriegen einen Clean Feed ohne Kommentar, weil sonst hätten die ja nicht nur den, die haben nur Atmos-Sound gehabt. Ja, durften sie dann nicht zeigen im Stream, aber durften sie zumindest das Audio irgendwie einbinden oder so. Und das ist ja auch schon mal, also auch schon mal eine krasse Revolution. Ja, dann waren in so hier Spiel. Die ganzen Creator, die bei der Virtual Bundesliga auch da waren, hier Neo und Tabak und sonstiges alles, die waren ja alle eingeladen, auch in Frankfurt, hatte ich das Gefühl. Also es gab ganz viele Sport-Influencer, die quasi auch vom Nationalmannschaftsspiel eingeladen wurden, um da irgendwie diese, also das ist schon eine manipulierende Mafia, die dahinter steckt, weil die einfach die Kohle haben, das konzeptionell so aufzurollen. Das ist einfach so. Ich will zu dem Nike-Adidas-Thema, ne? Weil ich verstehe, woher du getriggert wirst mit diesem, dass die deutschen Firmen es nicht mehr schaffen und sonstiges. Also oder dass die Leute so diese Romantik haben, dass eine deutsche Nationalmannschaft von einem deutschen Unternehmen irgendwie ausgerüstet werden muss, beziehungsweise irgendwie ausreichend. Ja, dann sollen sie Trigema nehmen, Alter. Das ist doch also. Nein, aber du hast ja, es gibt ja, wie viele gibt es denn? Es gibt ein, zwei deutsche Unternehmen, auf die man irgendwie, also Automobilbranche und dann einen Ausrüster. Und da verstehe ich schon, wo das herkommt. Aber ich finde, so wie sie es sagen, deswegen, ich stimme dir zu, bei mir löst das nicht das aus, ich stimme eigentlich den Leuten zu, die das sagen, sie formulieren es nur falsch. Weil ich finde es erschreckend, dass wir, egal ob Nike ist natürlich, Nike, wenn die wollen, geht alles. Und dass der DFB am Ende sagt, ja Bruder, die verdoppeln die Kohle, machen wir sehr gerne, ja, rechtfertigen es dann, dass die auch noch ein Jugendabo, was auch immer, ist doch scheißegal, am Ende, die verdoppeln die Kohle, die brauchen Kohle, Ende aus. So ein einfaches, ist ein Wirtschaftsunternehmen, muss funktionieren, ganz einfach, so. Und du kannst höchstens die Art der Kommunikation und sowas, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, da sind wir, glaube ich, late, ist to, da brauchen wir, da sind das wir late ist to the party, ja. Aber auch da, Adidas macht eine gute Kampagne mit der deutschen Nationalmannschaft, von wem wurde das denn geleakt? Hat Nike sogar gesagt, wir leaken das? Wahrscheinlich, oder? Ist ja. Könnte schon sein. Ja, macht ja Sinn. Da ist ein Dude, der plötzlich eine E-Mail an den Falschen schickt. Ja, du musstest ja Windows in Segel nehmen. Alle fanden das so unfassbar geil und waren so hype gerade drauf, dass ja, dann gut, auch. Musstest du es drei Jahre vorher machen? Weiß ich nicht. Nee. Macht also, auch keinen Sinn, oder? Nee, find ich auch oder nicht. Der DFB war auch wieder, war dahingehend, weil es nicht eine Agentur gemacht hat, sondern wieder der DFB selber, war zu unprofessionell und zu blöd, um die Kommunikationskanäle zu steuern. Und deswegen, es war ja nicht geplant, das rauszuhauen. Glaube ich nicht. So. Fakt ist aber, die Leute, die sich über dieses Adidas muss die deutsche Nationalmannschaft, die so sagen, das kann ja nicht sein, das oder so, ich verstehe schon, was die, wenn die es richtig sagen wollen würden, weil, wenn du jetzt guckst, die deutsche Nationalmannschaft ist im internationalen Prestigedenken ein wichtiger Punkt, so unser Aushängeschild im sportlichen Bereich, weltweit, ne, so 2014 weltweit für Furore gesorgt, das ist die Nationalmannschaft der aus Deutschland, so, ne, und als Wirtschaftsmacht es nicht zu schaffen, also als selbsternannte, mittlerweile ist ja selbsternannte Wirtschaftsmacht oder sonstiges nicht zu schaffen, diese Produkte aus sich selber zu supporten, weil nichts anderes ist das ja. Also aus der eigenen Wirtschaft diese Mannschaft und diese Marke stark zu machen und dieses System selber zu drehen oder so, ist ein Zeichen von Schwäche, wenngleich gegen Nike eine Ausschreibung verlieren auch keine Schwäche ist, weil Nike einfach mit Geld pissen kann. Wenn die halt Bock haben und sagen, wir übernehmen komplett, weil das wird ja nicht das einzige Land sein, also im Zweifel sorgt sie dafür, dass Nike einfach übernimmt. Ja. Und am Ende, keine Ahnung, 80% der Nationalmannschaften da dann halt das Swoosh dann da haben und dann ist dann es gehört halt den so. Fußball, ja, mag sein, aber es ist halt, ich verstehe, wo das herkommt, der Gedanke, dass die Leute es so ausdrücken. Ich finde, ich mag ja auch, bin ja auch ein Fan von Tradition. Also so aus der Tradition raus kann ich es, also deswegen, ich weiß auch, was du meinst. So, ich kann schon verstehen, dass Leute das einfach so schade finden. Also das so verknüpft haben und so dachten, hey, für mich ist die deutsche Nationalmannschaft, ist das Adidas, so meinetwegen, aber ja, ist, also wie du schon meintest, dann die Kommentarspalten und dann auch welche Kommentare dann da tausende von Daumen bekommen, hey, sagst dir, das ist dann schon wieder ein bisschen... Das war die schlimmste Phase, um in der Sportbubble auf LinkedIn unterwegs zu sein, Alter. Da schnallst du ab. Jeder Idiot hat da seine Meinung zugeschrieben und hat immer wieder das Gleiche gesagt mit eigenen Wörtern. Ich glaub, das ist ja auch nur alles berechnend, weil die Leute dann damit auf LinkedIn dann... Also halt einmal so ein bisschen viral gehen wollen. Ja, ja. Das ist ja dann so. Die springen da drauf. Ist ja auch okay. Ist ja auch einfach nur ein virales Thema, worauf die dann rumreiten. Ist ja in Ordnung. Apropos, oh Gott, wir sind jetzt wieder, ich bin in der Timeline. Puma ist deutsch, ne? Weil die Leute dann alle, kamen ja dann auch so, ja dann, aber also Puma hätte ich noch verstanden. Aber ist nicht Puma irgendwie so internationalisiert mittlerweile auch? Also ich, boah, weiß ich gar nicht. Also bei Puma hat man auf jeden Fall nicht...
hat man nicht dieses Deutschland-Vibe. Also ich glaube, international nimmt man Adidas jetzt auch nicht mehr so krass deutsch wahr. Oh, das weiß ich nicht, das können wir nicht. Ja, ist schwer. Aber ja. Ich weiß schon, was du meinst. Deswegen soll natürlich die Frage ja nicht stellen. Wenn wir uns schon fragen, ob Puma deutsch ist, dann, dann kann das ja gar nicht Chronik so sein. Chronik about Puma. Aber ich meine ja. Die Dassler-Brüder im Jahr 19 waren die Brüder Rudolf und Adolf Dassler den ersten Schritt hin zu einer langen, von Leistung geprägten Geschichte. Sie gründen in ihrer Heimatstadt das heißt Schuhfabrik, ja. Und daraus entstand dann Puma oder was? Warum kommt da Puma, wenn das die Adidas-Leute sind? Das ist die Erklärung da drin. Aha. Spannend. Na gut. Ja, das ist ja dann ganz dünnes Eis. Das ist wahrscheinlich, ist Puma einfach auch aus dem Adidas-Konzern entstanden? Ja, hört sich ein bisschen so an, ne? Ja, ist doch gut. Ja. Sollen sie machen. Also, Puma auch unterschätzt immer geile Schuhe gehabt, ey. War ich früher kann schon. Kann ich nicht selbst früher Puma schon Puma in meinen Puma Sportarten halt, die ich, oder meine, ich habe ja nicht Sportarten gemacht, ich habe eine Sportart gemacht, aber keinerlei Kontakt zu Puma gehabt. Wobei, das war eine geile Phase, das war so meine vorletzte Fußballsaison und das ist ja jetzt inzwischen echt, boah, weiß ich nicht, 13 Jahre her oder so, 12, 13, 14 Jahre. Und da hatte ich dann schon mal Puma-Schuhe, die waren unfassbar geil, weil für mich eigentlich nur so, klar, du musst mit denen gut schießen können, gibt auch ein paar Schuhe, mit denen kannst du einfach nicht schießen. Mit denen muss man nur gut aussehen können. Auch. Ja, okay. Und die mussten halt vor allen Dingen leicht sein. Und Puma war da so ganz früh drauf, die hatten dann mal kurzzeitig auf dem Markt den leichtesten Schuh überhaupt. Und der war Hammer. Der war wirklich so, also es war low-key so, dass es ein bisschen weh tat, du hattest so ein bisschen Barfuß-Vibe, wenn du geschossen hast. Aber es ging noch klar, konntest damit sehr gut schießen. Okay. Nur das Problem war, das war halt quasi so ein Einwegschuh. Wenn du in dem dreimal gespielt hast, ist der an der Seite schon aufgeflattert. Mm. Bloß dann war der deswegen, weil die natürlich gemerkt haben, ey, das ist absolute Fehlproduktion, hast du diesen Schuh für 20 Euro bekommen. Und dann habe ich eine Zeit lang... Dann hast du quasi jedes Spiel neun Schuhe getragen. Habe ich mir 10 Paar von den Dingern geholt. Geil. Hatte dann teilweise auch gar nicht auf Style, sondern hatte dann immer so, der linke war dann weiß, der rechte war rot. Ja klar, weil du die... Und ja. so, ne? Weil dann immer einer ist dann halt aufgeflattert. Ja. Und habe dann aber eine Zeit lang in den Dingern gespielt. Das war geil. Aber ich glaube, inzwischen machen die auch wirklich gute Schuhe, die funktionieren. I guess. Keine Ahnung. Ja. Was soll ich sagen? Mizuno auf die 1 und fertig. Mizuno hat auch gute Fußballschuhe inzwischen. Kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Ich habe keine. Ich finde den Volleyballschuh. Mizuno Seetakeover. Ich finde den Schuh sehr gut. Ich kann. Ja, aber gut, beim Volleyball müssen wir nicht drüber reden. Ich finde Textil gut. Ich finde das ein guter Ausrüster für mich. Punkt. Ja, natürlich. Das ist ja wirklich das Schöne. Aber nach wie vor, wenn du mich fragst, und das liegt wahrscheinlich an dieser Adidas Original Serie, wenn du mich fragst, wenn ich mir einen aussuchen könnte, weil der mich dann auch irgendwie sehr gut fittet im privaten Leben, dann ist es wahrscheinlich dennoch Adidas, muss ich ehrlich sagen. Weil das ich bin immer noch Team Nike. Wobei Adidas schon sehr, sehr sagt gute Arbeit gemacht hat. Sagt er und hat so seine vollgepisste Adidas-Hose an, Alter. Die hast du durchgehocht bis zum geht nicht mehr jetzt schon die letzten 3 Monate. Die ist echt, ja. Die hat gelitten. Das sind aber die 2 Hosen. Eine graue Nike und eine so eine komische... Also Adidas nicht komisch, Original. So eine Adidas Original Stil schon. Aber bald sieht man es auch nicht mehr. Die ist bald auch noch 3 Streifen. 3 Streifen an der Seite, die siehst du das noch. Stimmt. Ja. Ich bin, weil wir gerade LinkedIn hatten, wir haben letztes Mal mittwochs nachmittags aufgenommen, jetzt wieder. Ne? Und ich war ja an dem Mittwoch, ich bin ja abends noch aufs Schiff gegangen. Yo, du warst voll besoffen und hast gekotzt, habe ich gehört. Genau. Das ist ja richtig geil. Erstmal da die Infos. Wir haben das ja groß angekündigt. Also wird ja gleich auch nochmal, wir reden auch nochmal kurz über das Virtual Bundesliga Event am Wochenende und unsere Produktion da natürlich. Aber wir haben ja letzte Woche ein bisschen hier von dem Head of Virtual Bundesliga, da dem Jörg Höflich und so weiter gesprochen. Und ich habe nur so gesehen, und das war halt richtig lustig, weil ich komme dann Donnerstag dahin, also ich war Donnerstag den ersten Tag vor Ort und sehe dann so Jörg morgens und sag halt noch so zu ihm. Und es war halt wirklich so, weil der kam halt frisch aus dem Urlaub. So, der war, ich glaube, irgendwie Südafrika oder so, war schön warm und der hat halt einen besseren Teint. Und deswegen meine ich noch so zu ihm, Alter, Jörg, siehst gut aus, siehst frisch aus und er so, ne? Und dann lachen schon alle drumherum, weil Jörg halt noch absolut im Bruch und im Bruchsuff war, weil du ihn dann da scheinbar unter die Räder gebracht hast, weil ihr da miteinander unterwegs war. Und dann erfahre ich aber so 3-4 Stunden später dann so, dass du scheinbar den Tag später noch gekotzt hast und richtig im Eimer warst. Das ist ja mega geil. Ja. Und das passiert auch selten. Ja, mir ging es halt, wir waren auf dem Schiff, ging es bis 1 oder so. Und am Ende waren wir da halt in so einer illustren Runde und haben noch einen Absacker dann bei Peter genommen, bei dem zu Hause. Also ich habe quasi mit alten Männern so einen Absacker trinken bei einem zu Hause gemacht. Das war mega gut eigentlich. Oh, was für, also ich nehme mal an, du hast weiter Bier getrunken. Ich habe Bier getrunken, weil dieses. Was kredenzt ein Peter Kluth? Ne, es gab so Weißwein und Bier. Ah, okay. Es gab Weißwein also und Bier. Relativ simpel. War alles entspannt. Also, der wird nicht der Cognac, der 30 Jahre alt ist, rausgeholt. Völlig, so. Völlig wirklich absolut unspektakulär. Wir hatten einen sehr guten Austausch. Es war noch keiner müde in der Runde. Und dann haben wir halt gesagt, dann hat Peter, weil er halt nah dran wohnte, beziehungsweise in der Umgebung, gesagt, komm, dann lass uns doch noch zu mir fahren. Ich habe noch einen Wein und noch ein Bierchen. So. Und bei mir war halt, das Problem war bei mir, kann ich auch offen sagen, ich mache dann da diesen Kühlschrank auf, weil Peter holt Wein und sagt,
Ich so, Peter, hast du auch noch Bier? So, ja, geh da gucken. Bier kümmerst du dich selber. So, ich weiß gar nicht, ich geh da gucken. Mach die Küche auf. Liegen da die 05er Stauderhumpen. Also das Bier, mit dem ich quasi früher groß geworden bin. Aber ich habe ja früher schon immer das günstigere, weil für mich bessere Sternpilz getrunken in Essen. Das ist dieselbe Brauerei, aber da kommt quasi. Also viele haben gesagt, Sternpilz ist das Abwasser von Stauder. So, also es ist quasi. Egal. Hat auch nur 5 Euro getrunken, gekostet, die Kiste. Damit bin ich immer, aber das habe ich ganz bewusst gemacht, weil von Stauder kriege ich Kopfschmerzen des Grauens. Und ich habe mir halt noch 1,5 Liter da reingedübelt auf einen guten Suff vorher, hatte nichts gegessen. Also ich hatte mittags gegessen. Ja, okay. Ja. Ich hatte mittags gegessen, dann haben wir Podcast hier aufgenommen. Ich glaube, ich hatte Sport gemacht auch noch. Sport gemacht, ja. Podcast aufgenommen. Und dann bin ich los aufs Schiff, habe nichts gegessen und habe Bierchen getrunken. Da irgendein belgisches, so ein kräftigeres, was lecker war, aber okay. Weiß gar nicht genau, welche Marke. Und dann noch auf dem Balkon da und dann da noch Stauder getrunken. Und dann ging es mir am nächsten Tag, wir waren irgendwie um 3:45 oder so, war ich im Bett. Und dann ging es mir am nächsten Tag, ich habe bis 9 geschlafen und ich hatte so Schädelweh, habe mir da eine Kopfschmerztablette reingehauen und super viel Wasser getrunken und mein Kopf war auch echt langsam. Also mir ging es echt schlecht. Um 13 Uhr war ich dann hier im Office und habe mir ein, und da ging das, wir haben, glaube ich, ein Meeting zur German Beach Tour gemacht. Und da ging es mir, weil ich auch mit dem Roller hier hinfahren musste, also nach der Rollerfahrt an der frischen Luft ging es mir ganz, ganz schlecht. Oh, dann hat es so ein bisschen, hat's ein bisschen gewackelt. Und dann habe ich mich hingelegt, so 10 Minuten, habe so gesagt, und dann habe ich so um 10:50 in dem Meeting einfach gesagt, so mit Umberto und Philipp und so, ich einfach gesagt, ey, stört es euch, wenn ich kurz kotzen gehe? Und dann bin ich halt aufgestanden und dann merkst du halt, ich kann das ganz gut steuern. Ich merke das, was im Magen ist und denke, wenn es rauskommt, ist besser. Und dann denke ich da so drüber nach, dass ich merke, okay, dann sammelt sich hier so ein bisschen Speichel und sowas alles. Und dann gehe ich so zur Toilette, mache die Dinge zu hoch und dann kann ich auch sofort einmal, also kann ich halt da einmal reiern. Klassischerweise, wie immer im Büro, war da noch ein Bremsstreifen drin, dann wird das noch beschleunigt. Ja, ich habe die Bremsstreifen quasi weggekotzt, genau so kann man das sagen. Und dann war ich auch 5 Minuten danach wieder da. Dann habe ich ein Liter Wasser getrunken und dann habe ich danach was gegessen, dann ging es mir auch wieder okay. Ja. Also es war jetzt nicht dieses, ich war zu besoffen kotzen, sondern es war eher so dieses, ja, mir lag irgendwas im Magen. Verstehe, also es war jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber Respekt. Ja, trotzdem. Respekt. War trotzdem geil. Aber auch wieder mit Ansage, ne? Ich schaff's Mal mit Ansage, mich komplett aus dem Leben zu katapultieren. Aber geil, weil normalerweise, jetzt müsste wieder der Menschenhasser rauskommen, der sagt, oh, weißt du was, fand ich so scheiße, da die ganzen Affen wieder rumlaufen und so. Der Abend war gut. Geil? Ja, war ja, gut. Ja, es sah jetzt erstmal Hammer aus, so ein Schiff. Das war, es war bestimmt schon sehr, sehr nice. Na, und das ist ja das Geile. Ich habe mich sehr schnell in einer sehr guten Runde isoliert. Fertig. Und dann war das ganz in Ordnung. Dann kam ein, das war so, oh, das muss ich erzählen, ist mir scheißegal, ob ich sie auflaufen lasse oder nicht, es ist mir völlig egal. Da kam eine Dame zu uns, wir waren oben auf dem Deck so, haben da geredet und Zwicky unterhalten und Bierchen und Wein getrunken und so, war richtig gute Runde. Dann kam eine Dame dazu, die war, ich kann es dir genau sagen, 96er Jahrgang oder so, weil wir haben die gefragt, wie alt die ist. Die ist die größte Tech-Influencerin auf LinkedIn. Deswegen bin ich gerade bei LinkedIn so darauf aufmerksam geworden, dass ich noch was erzählen möchte. Hieß auch Lea Sophie Hamburg, irgendwie für die Leute oder sonstiges angestellt und macht da irgendwie, also war auch auf der Sports Innovation Messe, um da einen Post zu machen und sonstiges. Die hat es wirklich geschafft, in einer, wie soll man das sagen, sehr ehrwürdigen Männerrunde dort ihren Job zu erzählen und dann so zu tun, als wäre das total gut und total wichtig und total toll und alles und sonstiges. Und hat so über ihre, die hat wirklich komplett übernommen und hat so ihre Lebensgeschichte erzählt. Und sie hat auch erzählt, dass sie, habe ich so gefragt, welchen Sport hast du so gemacht? Sie hat erzählt, sie hat Volleyball gespielt oben im Norden und auch Beachvolleyball und eine Freundin von ihr ist auch super gut im Beachvolleyball und die reist auch durch die Welt und so. Und Peter Kluth hat nichts Besseres zu tun, als immer wieder nachzufragen, so immer wieder, weil es halt so witzig war. Sie stand halt neben mir und wir haben viel zu spezifische Fragen gestellt. Es ging um Leo Körzinger, so, die halt, die sie kennt. Okay. Und wir haben viel zu spezifische Fragen gestellt und wir haben die quasi, also bestimmt eine Stunde haben wir die, und die hat nicht einmal verstanden, dass diese Runde, in der sie da steht, durchaus ein gewisses Volleyball-Know-how hat, so würde ich es formulieren. Und die hat wirklich nicht gecheckt. Ja, Die hat so viel von sich selber geredet. Wusste nicht, wer du bist. Die hat sich so viel, das ist crazy. Die hat so viel von sich selber geredet, dass sie es nicht gecheckt hat. Das war unfassbar. Also war wirklich, es war auf einem Niveau, deswegen kann ich dir das so sagen, das war auf einem Niveau witzig. Oh mein Gott, die Arme. Ja, also, wieso die Arme? Wieso? Peter der Assi. Nein, Alter, überhaupt nicht. Der wieder da so viel Spaß dran hatte. Eigentlich bin ich der Arme, weil ich so denke, fuck man, warum kennt die mich nicht und warum darf ich in der Situation noch nicht sagen, weil ich hätte mich ja mit der unterhalten können, aber ich habe die Fresse gehalten, so, und Peter ja auch und hat so ein bisschen reingezogen. Die war nicht die Arme, weil die hat überhaupt nicht gecheckt. Die dachte, ja, sie hat einer ganzen Runde quasi ihre Lebensgeschichte erzählt und hat einen Ego-Boost gekriegt, eher weil wir interessiert getan haben. Also es ist keiner schlecht aus der Nummer rausgegangen, weil ich muss auch sagen,
ich fand das so witzig, dass wir da eine Stunde, so eine, also in so einer Altmännerrunde, so eine Stunde eine junge Frau verarschen, die ja, die macht das ja gut und erfolgreich, die hat eine riesige Reichweite, ist alles gut, ne? Aber die quasi verarschen und sie aber gar nicht checkt, dass wir die verarschen. Mhm. Es war quasi eine kostenlose Humorstunde, weil wir einfach so, es war Hammer, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht und darauf waren wir auch richtig euphorisiert und sind wir nochmal weiter, so in die Richtung war es. Das war wirklich geil, Mann. Das war wirklich ein schöner Abend. Auf dem Mittwoch halt, ne? Das war ein bisschen, ja. Mir ging es Freitag auch ehrlich gesagt immer noch nicht so. Also ich bin dann einfach dieses von dann halb besoffen um 4 einschlafen bis und dann bis 9 pennen, das zieht halt, ja, das zieht sich mehr als ein Tag mittlerweile. Ja, lass mal nicht so tun. Nein, nein, das spurlos. Ist heftig. Nee. Das ist heftig. Also der Suff kombiniert mit Schlafmangel, weil das ist, ich weiß auch nicht mehr, was die beste Wahl ist, ey. Weil theoretisch, ohne Scheiß, kleines bisschen gegenkontern, um dann irgendwie, aber das ist dann auch schwer, dann bist du da so in der Mühle drin, kommst ja nicht mehr raus und so. Boah, ja, das hätte ich am Donnerstag nicht machen können. Das ist schon wirklich eine Entscheidung, ey. Puh, mein Problem war, Entscheidung mit Konsequenzen. Mein Problem war, dass ich sehr viel Flüssigkeit auf einen sehr, sehr nüchternen Magen gelegt habe. Das war Fehler. Dumm. Das ist immer ein Fehler. Ich hätte nachts noch im Rückweg hätte ich noch Döner essen müssen, oder so wäre alles gut gewesen. Ich hätte irgendwas drauflegen vermutlich, müssen noch, ja. Oder irgendwo dann. Vermutlich. Ja, aber naja, so sei es. Oder so ein schönes Recharge von unserem Partner Brain Effect. Das habe ich gemacht. Das ist, ja, hast du gemacht? Oh, das war auch. Ich wusste noch alles. Jede einzelne Sequenz. Ich wusste alles. Aber am nächsten Tag war in meiner Kommode, da wo ich immer den Schrank hinlege, war so ein bisschen Blut. Ich denke so, hä? Also, was ist denn hier passiert? So, und dann habe ich so auf meine Hand geguckt und hatte auch keinen Cut gesehen. So, also ich habe das Gefühl gehabt, ich war irgendwie, also ich muss ja irgendwie an der Hand geblutet, das waren so Finger, also ich musste an der Hand geblutet haben. Habe dann auf meine Hose geguckt, da war auch ein bisschen Blut, wo ich so dachte, hä, was ist das? Und dann habe ich einen Tag später, habe ich so einen kleinen Cut am Finger festgestellt, der anscheinend geblutet hat. Den habe ich aber am nächsten Morgen nicht gesehen, weil ich anscheinend noch nicht gucken konnte oder so. Ich war völlig verwirrt, weil plötzlich mein Schrank verblutet war, Alter. Welcome to my life. Dieses, ich blute irgendwo und check's nicht, ist wirklich, keine Ahnung. Ja, aber ich wusste das es auch nicht mehr. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, guck an diesen blutverschmierten Schrank. Ja, dann ist ja nochmal so, wenn du besoffen bist, dann ne, Blutverdünnung, dann blutest du ja auch immer wie Sau. Ja, hast du so einen kleinen Morgen Cut und blutest dann alles voll? Ich habe die Wunde nicht gesehen am nächsten Morgen, aber ich habe den ganzen Schrank voll geblutet. Hm. Ja, das war so. Entschuldigung, da sind wir völlig abgebogen, aber das war mein Mittwoch. Trigger Warning im Nachhinein. Für alle, die das vielleicht nicht so gerne hören. Eine Viertelstunde über Kotzen, Bluten und Saufen gesprochen. Das ist wirklich scheiße. Das vergessen wir immer. Kurze Trigger Warning. Da wäre doch alles in Ordnung. Ja, tut mir leid. Ja. Das war auf jeden Fall gut. Na gut. Und wie war dein Wochenende? Gut, wirklich. Also, das war. Also, du hast mich ja vorher gefragt. Da habe ich ja ein bisschen reserviert reagiert. Ich habe dazu auch noch keinen Kommentar bekommen. Das war ganz gut. Ich glaube, die Jungs von der Virtual Bundesliga mussten auch erstmal ein bisschen, das ist dein Lieblingswort, durchatmen nach dem Event. Nee, das ist doch nicht mein Lieblingswort, oder? Nein, du hast es doch wie die Sau. So der Klassiker. Ach so, das ich dachte, nutzen du auch mal Leute, wenn es kurz irgendwie intens war, irgendwas so. Bei der Arbeit, da muss man erstmal durchatmen. Ja, okay. So, ich dachte, du machst dich drüber lustig, dass ich das in letzter Zeit häufig sage. Ach so, nein. Just nur, dass du es hast. Gott sei Dank. Und ja gut, es war wie erwartet, es war natürlich sehr, sehr anstrengend, weil es halt geisterkranke Sendestrecken waren, ging ja dann auch Donnerstag natürlich schon los mit, also für mich ging es Donnerstag los, natürlich für die Jungs hier von der Produktion noch weit vorher mit den Vorbereitungen und dann auch mit dem Aufbau natürlich, aber ja, und dann Freitag war ja so ein normaler Streamtag mit irgendwie 7 Stunden und natürlich seit morgens da alles proben, vorbereiten und so weiter und Samstag und Sonntag war halt von morgens bis wirklich tief in den Abend rein und das war schon hart, aber es war halt echt geil, weil ich meine am Ende, das war ja deine Prognose, glücklicherweise, oder was heißt glücklicherweise, guterweise, also gut ist es, dass es wieder so passiert ist. Guterweise sagt man, glaube ich, nicht. Doch, kommt jetzt zurück. Das war nie da. Schade. Naja, also haben wir einen guten Job gemacht und hat das alles gut funktioniert. Und es war Sonntag halt auch wirklich geil. Ohne Scheiß. Ja, ich war Sonntag, geguckt. Also jetzt Achtung, wir reden jetzt kurz darüber, dass da EAFC, ehemals FIFA, gespielt wurde, da die deutsche Meisterschaft ausgekügelt wurde. Trigger Warning. Ja. Aber ich sag euch, wie es ist, das hat mich abgeholt am Sonntag. Mich es auch. War wirklich geil. Also es war so ein Best-Case-Szenario, um den Rahmen mal einmal so ein bisschen zu spinnen. Man hat da mit RB Leipzig tatsächlich, also genauso wie es auch in echt ist, nur dass RB Leipzig natürlich nicht ganz so gut ist wie jetzt halt in der Virtual Bundesliga, da ja, sind die halt das beste Team. Die sind Premium. Haben sich Ultra, Pay to Win, ja. Arguably die 3 besten Spieler auf dem Markt, die es gibt, haben sich geholt und du spielst ja eigentlich nur mit 2. Also ne, du stellst immer erst auf ein Doppel, dann Einzel und ein Einzel und es gibt viele Teams, du kannst halt ganz stumpf so durchziehen und hast du halt 2 Spieler und die spielen dann halt immer, ne? Die spielen das Doppel und die spielen beide ein Einzelspiel und bei denen ist es wirklich so stumpf, Levi Finn heißt der Gute, der wäre bei jedem anderen Team, wäre der die 1. Also jetzt gut, gibt vielleicht 1-2 Teams, da würde jetzt einer sagen, hier, keiner, oh, nö, ich bin ja aber auch noch da.
jetzt wie zum Beispiel die Deutschen Meister, die Paderborner oder so. Und die sind halt deswegen auch so ein bisschen, natürlich so ein bisschen verhasst und die mag man dann nicht so gerne und so weiter. Ja, auch weil sie ja auch für RB spielen. Das ist ja, ja das Geilste. Das ist so, der Vibe kommt halt wirklich rüber und dann so vom Turniertag hat sich das wirklich perfekt dann da durchgebolzt, weil eigentlich war so die Storyline, oh mein Gott, die dominieren so krass hier jetzt auch in den Vorrundenspielen der Gruppenphase oder dann auch im Viertelfinale und so. Kann doch keiner schlagen. Dann Paderborn so gestruggelt, nachdem sie die Regular Season gewonnen haben, total gestruggelt, in der Gruppenphase nur Vierter geworden, hatten Glück, dass der Modus war, dass du als Vierter von fünf in der Gruppe überhaupt weitergekommen bist ins Viertelfinale und die standen dann am Ende im Finale gegen RB und das war so geil, weil es gibt da einen, also sorry für meine Ausdrucksweise, wir reden da gleich noch drüber inhaltlich, es gibt halt ein arrogantes Arschloch. Also der da halt in seiner Rolle als Zocker, Anders Verschgang heißt der, ist auch ich weiß gar nicht, was das für ein Landsmann ist, also ist kein Deutscher, spricht auch kein Deutsch und der zieht das halt wirklich durch, dafür ist er auch international wirklich bekannt in der Szene, der macht dann halt immer, der schuscht die Crowd, der macht Trash-Talk zu seinem Gegner rüber und hat halt wirklich diese Attitüde, ist so ein bisschen der Zlatan Ibrahimovic, geil. In noch heftiger, ja, geil. Der EAFC-Szene und das ist im Finale hoch eskaliert, ne? Der hat da Sachen gemacht ins Publikum, den hier, weil Paderborn hatte hier Fans mitgebracht und so. Und das war so Hammer zu sehen, dass da auch wirklich diese, teilweise ja schon Nerds, muss man sagen, aber da war eine Atmosphäre. Da sind auf der Bühne zwei so Gaming-Pods aufgebaut, dann macht da einer eine virtuelle Bude, steht auf, macht hier diesen, ich drehe mich um zur Crowd, zeig meinen Daumen hier, meinen Namen, ich schusch die Crowd, mach hier noch, ja, labert. Dann gleicht Paderborn aus, die stehen beide auf, schreien rüber, sind kurz davor, darüber zu gehen. Es war wirklich Hammer. Es war richtig geil zu sehen. Es war heftige Spannung, besser hätte es nicht laufen können und es war wirklich richtig gut Unterhaltung, muss man sagen. Und dann ist am Ende noch, also der Ungeschlagene, wenn ich richtig informiert bin, oder? Ist nicht der absolut Ungeschlagene am Ende, hat er nicht 2-1 verloren und hatte 40 Torschüsse und der andere hatte 2, also es war halt crazy. So doch dieses, was und dann da ist mir auch aufgefallen, was Fußball dann doch immer wieder noch ein bisschen interessant wird, weil passiert das in einem Finale beim Volleyball oder so? Nee. Passiert nicht. Nee, weil du bist über die ganzen Sätze, dann passiert es halt nicht. Ne? Beim Fußball, klar, dann geht es halt mal 2-1 aus und dann hat halt einer mal 3 Torschancen gehabt und macht halt 2 davon. Und das ne? ist wirklich so geil. Das war halt schon krass. Aber ja, das war dann halt wirklich heftig. Ne? Also der Weltmeister, Umut. Ich lese mal kurz vor, sein Post 10 Minuten nach diesem Spiel. Ich glaube, es waren sogar echt nur 5. Ja. Ich habe das wirklich direkt. Der hat komplett die Fassung verloren, hat einfach geschrieben, sein Tweet war dann, oder sein, was nennt man dann, nimmt man sein Ex oder was ist das dann? Da habe ich keine Ahnung, was man da heutzutage sagt. Dass man EAFC als E-Sport-Titel erlaubt, ist unglaublich. Uno hat mehr Skill als dieses Spiel und das meine ich ernst. Also Uno, das ist dieses Kartenspiel. Ich könnte gegen einen Einarmigen verlieren und das nur, weil dieses Spiel so unfassbar schlecht ist. Das war wie. Also das war er wird deutscher Vizemeister verliert gegen Paderborn und weil das Spiel schlecht programmiert ist und es unfair war, könnte er gegen einen Einarmigen, weil das haut er einfach so 5 Minuten nach dem Spiel raus auf seinen eigenen Kanälen. Ah, ich liebe alles daran, ey. Und ich weiß auch nicht, ob das gelöscht hat oder so. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Ich glaube, so er hat es gelöscht inzwischen. Ja, ich finde es so geil, Alter. Ja, wurde natürlich dann auch immer viel drüber diskutiert. Also erstmal deswegen auch nochmal Zusatz für alle, die es jetzt gegen mich verwenden wollen, weil ich ja jetzt ja in der Szene nun mal dann auch ein bisschen bin, dadurch, dass wir Produktionsdienstleister sind. Ich finde den Typen total geil, den Anders. ich liebe den. Ich finde die auch alle geil. Und da kann sich die Virtual Bundesliga auch glücklich schätzen, dass man den Mann natürlich hat. Den sieht man während der Regular Season halt selten, weil der auch Fokus auf international hat und dann nur für die Highlights dann am Start ist. Deswegen haben die dann halt auch noch einen dritten Hochkaräter. Aber ich finde das Hammer. So, ne? Ja. Also, er lebt einfach das Geschäft. Bei uns rennst du da doch offene Türen ein, Mann. Ja. Die Jungs, die können mit dem Spiel ihr Geld verdienen. Gleichzeitig finden sie es scheiße, weil es ein scheiß E-Sports-Titel ist. Und mein Gott, ey, der wird wahrscheinlich potenziell damit Millionär in seinem Leben mit dem Spiel, wenn er so gut ist. Und schreibt einfach, dass die Basis seines Lebensunterhalts einfach die größte Scheiße ist. Das ist so geil, was er da macht. Ich finde das so witzig. Ich sag mal so, den Tweet, man hätte sich sehr leicht absichern können mit einfach nur vorweg einmal zu sagen, ey, Glückwunsch an Paderborn. Und dann mit dem Aber zu kommen. So, dadurch ist es halt schon so Sore-Loser-Vibes, aber gut. Ist doch egal. Weil am Ende ist es halt so. Du hast halt unverdient verloren, im Gegensatz zur Gaming-Szene, wo jetzt, keine Ahnung, bei Counter-Strike oder so, da ist es halt Skill. So, wenn du nicht drauf bist, dann triffst du nicht. Ja. So, und wenn du bei EAFC davon abhängig bist, dass dein
dein Keeper, den du da hinten drin hast, den du dir dann aussuchen musst, weil die Spieler suchen selber aus, welchen Keeper sie haben. Wenn der dann bei dem einen halt besser hält und bei dir selber nicht und deswegen einen durchflutschen lässt, ist es natürlich undankbar. Ne? Ja. Weil abseits davon, dass du den so ein bisschen bewegen kannst auch irgendwie, abseits der Szenerie mit dem rechten Stick oder so, ja, hast du da ja keine Kontrolle drüber. Und das ist dann schon tough. Also ich hatte auch früher, ey, habe ich geraged, als ich meine 2K-Liga da damals auf meinem eigenen Kanal gemacht habe. Also deswegen, ich fühle das so krass. Ich bin auch, was das angeht, bin ich so katastrophal. Also das war also für die ein, zwei Leute, die vielleicht noch den Podcast hören und da früher dabei waren, die können es sich gerade sehr, sehr gut vorstellen, weil das war immer insane. Ich war auch immer so sauer, Alter, krass. Ja, finde ich geil. Mhm. Ja, das wird mir bei meinem Rollercoaster Tycoon Stream nicht passieren, Dirk. Du hast gutes Feedback bekommen, die Leute wollen. Also da war ich jetzt erschrocken vor, ja, muss ich ehrlich sagen. Also ich dachte, du hast mindestens schon mal so 70 Viewer auf jeden Fall, so wie, ja, die Reaktionen safe eigentlich waren. Ja. Aber das fand ich wirklich erschreckend. Ich dachte nicht, dass es so viel ist. Aber es ist halt ein Spiel, was... Die Leute lieben Nostalgie, Mann. Ja, das ist so. Also am Ende langweilen sich die Leute vielleicht dann auch wieder relativ schnell. Kann passieren. Da muss ich guter Streamer sein in dem Moment. Aber ja, die Leute lieben Nostalgie, deswegen... Es ist ja gut zu know, dass es das Spiel noch gibt. Also es, ja, wird ja anscheinend, ja, ja, noch bedient. Das, ja, ist ja das Gute. Da muss, ja, man nochmal... Ja, im Gegensatz zu Fußballmanager 2004, Alter. Da würde ich nochmal reingehen. Das war... Das wäre aber auch dumm von dem System, das wenn, war sie, das, die beste wenn Zeit, sie das noch bedienen die will. Schönste... Wie war das nochmal? Ist das ein Song? Die schönste Zeit. Es war die beste. Von Berlin bis nach New York. Ja, ja, ich, genau, glaube, alles falsch. Nee. Ich glaube, jeder einzelne Lyric war falsch, den ich gerade gedroppt habe. Es war die beste. Von wem ist denn das nochmal, der Song? Die beste Zeit. Alles so begann oder so. Ja, das, ja, das war richtig. Die beste Zeit. Keine Ahnung, Mann, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich im Zweifel Tim Bensko oder so. Ja, müsste Tim Bensko gewesen sein, ja. Was sagen wir eigentlich zu dem, was sagen wir zu dem, oh, wir sind heute voll im Fußballthema, geil. Ja, Major Tom oder, ja, was? Sag mal. Finde ich gut. Also ich glaube, das ist clever. Ich würde gerne mal wissen, wie der Hintergrund war, dass man sich das ausgesucht hat, weil perspektivisch, also ich fühle den Song erstmal. Ist ja irgendwo komisch viral gegangen von der Seite, oder? Ja, muss. Oder ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ich finde das clever gewählt, weil es hat ja den... Also ist ja auch, dass die Volleyball-Bundesliga ist ja auch versifft davon, dass jedes Team jetzt, oh, wir haben gerade richtig geil gewonnen, wie auch in Gießen, jetzt lass uns hier einmal Sweet Caroline machen, ja, damit wir dann einmal cool den Effekt haben, die ganze Halle singt. Ja. Und es funktioniert ja auch, ist okay. Ja, so, ne, in Hildesheim, die ganze Halle hat wieder mitgesungen, nachdem sie da in den Playoffs jetzt in Führung gegangen sind gegen VfB, war dann wieder schön. Aber es ist halt maximal ausgelutscht und du hast halt mit diesem Major Tom... Hast du perspektivisch, also wenn dann mal die ganze Arena in Hammer. So einem Spiel, du hast Upside. Deutschland hat ja. gerade eine Bude gemacht und die ganze Arena grölt an diesen Song mit, das ist schon ein nicer Vibe und ja. ich mag den Song, keine Ahnung, ich fühle das auch immer, wenn, also ist ja jetzt offiziell der Song von El Galactico, mhm. von Clemens, wenn der damit dann auch wieder spätestens bei der Deutschen Meisterschaft, hoffentlich auch vorher, dann ist halt ein noch Problem, einmal wenn aufläuft. Er den ganzen Sommer durchgerockt wird, dann ist das quasi negativ für Clemens. Es könnte sogar so wirken, als würde der den er nachher... Hatte den vorher. Ja, er hatte den vorher. Ja. Da gibt es Beweise für. Also deswegen, ich find die Wahl gut. Ja. Oder Clemens kommt nach einer guten Olympiade auf die Deutsche Meisterschaft in Timmendorf. Oh, jetzt sind die Leute und das wieder Ding ist richtig mit der Olympiade. Olympiade sind die 4 Jahre hinführend auf die Olympischen Spiele. Ja, er hatte doch da eine gute Olympiade. Ja gut, hast recht. Hä? Ja. Ja. Ja, so habe ich mich rausgeredet. Ich wollte natürlich nicht so sagen, wie du es gerade gesagt hast, ja. aber ich habe mich rausgeredet. Ich habe mich sehr gut rausgeredet. Aber wenn sie es dann so richtig noch, also so richtig Volley nehmen und er als quasi Superstar dann da hinkommt und dann das nochmal so mit einem Monat Pause oder anderthalb Monaten Pause nach den Europameisterschaften nochmal aufgerollt wird bei deutschen Meisterschaften. Also ich, sagen wir es mal so, mit Blick auf das Ticketing in Timmendorf und mit Blick auf die Klientel, die wir da anlocken, können wir mir vorstellen, dass es auch da gut funktioniert hat. Ja, das wird zünden. Also ja. da haben wir Clemens wieder einen riesen Gefallen getan, obwohl der Pisser ja die Werder-Hymne nicht mehr wollte. Da bin ich immer noch sauer auf ihn. Ja gut, das war auch. Ja, ja aber ich finde das auch. Ich find das, ja, nur weil er einmal Angst hatte, bei der Europameisterschaft dann da in München mit Werder-Hymne aufzulaufen. Der Lappen, ey. Wirklich. Mann, ey. Der ist wirklich, so langsam Clemens. Ist er doch alt genug. Und der du hat doch starke Mitspieler Haare inzwischen. Ja, also mit Julius weiß ich, dass du da nicht, aber mit Nils, selbst wenn er jetzt immer weiter abnimmt, ist doch trotzdem gut. Ja. Ja. Hast du Beachball also gar nicht geguckt, ne? Ich bin da auch noch nicht drin. Ich guck da auf Elite, denn irgendwann jetzt bald. Ey, Anders Wohl hat sich verletzt, hast du das gesehen? Yo, hab ich gesehen. Muss operiert werden das am Scheiße. Fuß. Das dauert ja, wie lange dauert das? 2 Monate mindestens? Ja, es wird auf jeden Fall beeinträchtigen auf die Olympischen Spiele, da kannst du von ausgehen. Das ist schon richtig kacke. Ja. Das finde ich richtig scheiße gerade. Ich bin richtig, aber dadurch, dass der verletzt ist, hat die Olympiasaison für mich so einen richtig heftigen Downer bekommen jetzt gerade. Vor allen Dingen ist hier der Laurenz schuld. Also nicht hier der Laurenz Leitner, sondern
sondern hier der Grössig, der da auch in München war? Keine Ahnung. Ja, weil die vorher noch Bild zusammen gepostet haben, dass die trainiert haben. Und danach ist Anders Mull verletzt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, bei Teneriffa, mit dem dann ist das Problem, weil die alle immer in Teneriffa da trainieren. Teneriffa ist der Sand zu hart, Freunde. Habe ich schon immer gesagt. Deswegen habe ich da ungern trainiert. Und wenn er sich deswegen verletzt hat, dann hätte er mich mal vor 10 Jahren gefragt. Deswegen bin ich immer nach Fulda gefahren und nicht nach Teneriffa. Mhm. Weil der Sand da scheiße ist. Ja, das wär sehr, sehr ärgerlich. Ja. Mhm. Naja. Nee, sonst habe ich nicht... ich habe natürlich mitbekommen, dass hier es für Sandra und für Carla ganz gut lief. Das habe ich mitbekommen, aber original gesehen. Und da muss ich auch sagen, also so ein Challenger holt mich zum aktuellen Zeitpunkt nicht ab. Nee, vor allem dann mit den Zeiten da von Brasilien, wobei das eigentlich wieder ganz geil war, dass es aber, nee, auch am Wochenende hattest du ja auch wirklich zu tun ohne Ende. Ne? Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. Ja, also ich hätte wirklich nicht gucken können. Das für meine Ehrenrettung. Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben wegen Beachvolleyball, deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Ich wollte irgendwas zum Beachvolleyball sagen. Ach ja, wir sind jetzt hier am 1.4. Gehen die 3-Tages-Tickets in Timmendorf online. Das ist quasi für euch jetzt, also wenn ihr es jetzt hört, diese Episode droppt am 29. Und am Montag, am Ostermontag, gibt es die 3-Tages-Tickets Timmendorf. Das wollte ich auf jeden Fall sagen, weil die Rückfragen sich häufen. Und dann noch zeitnah die Tickets für den VIP-Bereich, die haben wir jetzt fast fertig kalkuliert. Also für den Business-Bereich, wo wird dann... 3-Tages-Tickets Freitag bis Sonntag gibt oder auch Einzeltickets jeweils, Freitag, Samstag oder Sonntag oder nur Samstag, Sonntag oder so. Es gibt ein 3-2-1-Tages-Ticket auch vom VIP-Bereich. Und ab dem 15.04. wird es dann die Wochenendtickets geben, sodass jetzt die sagen, hey, ich investiere 3 Tage Zeit in dieses Event, sich jetzt Tickets holen können. Mhm. Für euch zur Info, es wird Freitagabend auf jeden Fall vom Spielbaum so sein, dass die letzten 2 Spiele nur am Center Court gespielt wird, sodass man halt ernsthaft, also ab Freitags nachmittags kannst du nur noch im Stadion sehen und das wird wieder so verbaut sein, dass du nichts mehr sehen kannst. Also wenn du sagst, ich gucke sonst freitags eh nur Court 2, der ist irgendwann zu. Wir spitzen das zu auf dem Center Court, das kann ich schon mal sagen. Und dann wird es ab GBT Start, ab 6.5. gibt es dann die Einzeltickets. Also die dann... Ja, und da schon mal direkt die Vorwarnung, Freunde, verpockert euch da mal nicht. Also ich würde euch wärmstens empfehlen, das ist auf dem Niveau, dass die Leute, die geile Tickets haben wollen, im Zweifel dann den Freitag da mal so reintanken, selbst wenn sie erst Samstag kommen. Samstag früh. Ja, ja. Also ohne Spaß. Dann solltet ihr echt überlegen, ob ihr nicht einfach dann da trotzdem das 3-Tages-Ticket holt. Auch wenn ihr vielleicht sogar nur, oder sagen wir mal, kommt Freitagnachmittag an und nutzt dann das nicht den ganzen Tag. Lohnt sich, glaube ich, trotzdem. Weil ich glaube, da nach den 3-Tages-Tickets wird es langsam schon, da wird es dünn wahrscheinlich langsam. Ja, das wird passieren. Ja. Das wird auf jeden Fall passieren. Also das für alle, die da gerade ungeduldig sind und dann, um den Werbeblock hier vollständig zu machen, wir haben jetzt gleich im Anschluss Redaktionsmeeting, wo wir jetzt mal so ein bisschen bis Mitte Juni mal so ein bisschen vorausschauen wollen, unsere Projekte planen wollen. Und ich antizipiere in dem Zusammenhang Bedarf, was Social Media Management angeht und auch was Cutting angeht. So, das wird passieren. Deswegen hier schon mal der Aufruf, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ein guter Social Media Manager, klingt irgendwie falsch, aber ein guter Content Creator mit Fokus auf Shortform Content und Social Media und auch Community Management oder so, guter Service-Gedanke, dann könnt ihr euch sehr gerne melden, bewerben und das ist nicht Fulltime, das kann auch parallel zum Studium oder sonstiges, wenn ihr da Arsch auf einmal drauf passt, will das sehr offen gestalten, vor allem in der Community, weil ihr uns kennt, also sehr gerne so Social Media Manager-Tätigkeiten oder so sehr gerne bewerben. Also ihr habt ja mitbekommen, Sami ist zurück nach Österreich und ich bin noch nicht sicher, ob wir die Stelle 1:1 nachbesetzen, ob wir die unterteilen auf 2-3 Stunden, weil die Kapazitäten ja auch, es kommen noch 1-2 andere Projekte, über die wir noch nicht sprechen dürfen, die vielleicht ein bisschen mehr Aufwand noch mitbringen. Deswegen gerade sehr Open Source mal suchend, was Social Media Management bis hin zu Content Creator im Sinne von, ich kann cutten, ich habe ein Auge für Content und sowas alles, bis hin zu, und das meine ich auch 100% ernst, bis hin zu Hochglanz-Content schneiden können. Also selbst hin bis zu Sports, Reportage und Doku oder sonstiges, und wenn es nur auf Freelancer-Basis ist, das werden wir jetzt ausbauen, weil wir planbarer sind mit den Projekten und, das kann man jetzt offen sagen, ohne auf Projekten, weil ich antizipiere, dass immer mehr Brands und Projekte es wertzuschätzen wissen, wenn man die ganze Wertschöpfungskette meint, Konzeption, Live, On-Demand, Shortform verwerten kann und das aus Redakteuren, Cuttern und aus Konzeption aus einer Hand anbieten kann. Also es wird ein Geschäftszweig, der mittelfristig bei uns ausgebaut wird und da würde ich mich freuen, wenn wir Cutter oder Content Creator, however willst du es nennen, und Social Media Management Kapazitäten aufbauen können. Und jeder, der sich davon jetzt ein bisschen angesprochen fühlt, der darf mir gerne bei Instagram schreiben. Das ist wirklich so, das meine ich 100% ernst. Oder an jobs@spontan.lol.
sehr gerne eine Bewerbung schicken, die wir uns dann angucken und dann bewerten und dann mittelfristig, also nicht sofort, aber relativ zeitnah antworten, das einzuordnen. Ja. Ja, I approve this message. Da denke ich auch, dass das so laufen wird. Wird passieren. Ja. Ne? Ja, deswegen, das brauchen wir. Und außerdem bricht Jona uns ja auch dann ab dem 1.4. halt zu 70% weg. Weil er ein Bagger ist. Also zu 42% wird er uns auf jeden Fall wegfallen. Und das ist dann halt, dann brauchen wir halt da noch ein bisschen mehr, ne? Das ist schwer. Ja, absolut. Das ist ja okay, ne? Er macht ja nichts Verbotenes, Jona. Dann mehr. Ja. Ist das jetzt eigentlich durch, dass man da... Ich weiß es immer noch nicht. Ich hab mich immer noch nicht damit beschäftigt. Ich wollte mich noch bei dem Verein anmelden, eigentlich. Ja, aber was? Ich muss nochmal gucken. Meine Mama hat sich übrigens gar nicht gemeldet. Ach stimmt, das habe ich ja schon wieder vergessen. Kein Statement noch nicht mal bekommen. So wenig bin ich hier wert. Äußert sich noch nicht mal. Ja, ist das Schlimmste, was Vorwürfen. Sie ignoriert dich. Das ist so krass. Sie ignoriert dich. Ich gehe gleich schon wieder aus dieser Episode. Mama ignoriert dich einfach. Jetzt hast du meinen Stöpsel gezogen, glaube ich. Oh, entschuldige. Ja. Ich habe Dirks Pedal hier weggehauen. Ja. Entschuldigung. Ist egal. Ja, meine Mama ignoriert dich, da waren wir stehen geblieben. Ist okay, habe ich jetzt, die Ablenkung hat geholfen, ich habe mich wieder reguliert. Ich bin wieder, sie ist mir jetzt auch egal. Ja, das ist auch für mich. Nein, ist noch nicht die Wahrheit. Ich darf das nicht sagen. Ich bin auch offen. Ich bin auch offen für ein Comeback. Alter. Okay, gut. Ja. Wir werden auch, ich habe jetzt, was wir auch gleich noch machen werden, wenn wir jetzt unsere Themen noch durchrocken, Eintracht, ne? Erstmal, ich möchte vorweg, bevor Content kommt dazu, möchte ich sagen, wir haben, glaube ich, Luisa in eine der unangenehmsten Situationen all time gebracht. Also sie wird sich, wahrscheinlich wird sie ihr Leben lang verstört sein deswegen. Ja, es war ganz, das war eine schön spontane Sache, als wir sie halt wirklich einen Termin mit uns machen wollte, wo es hieß, ja, ich würde gerne mal mit euch, mit dem Vorstand ein paar Themen durchgehen für die neue Saison. Und wir haben halt jetzt den Tag davor, hat sie die Krawatten, die wir jetzt haben, weil wir irgendwann halt gesagt haben, ja, da muss man eigentlich mal ein bisschen Busfahrerhemd und Krawatte. Contentmäßig braucht man irgendwie ein scheiß Hemd, was lustig aussieht und eine kack-türkise Krawatte mit dem Eintracht-Logo. Und dann war das so, ah, okay, ist ja jetzt eigentlich so ein Ding, ne? Sollten wir dann ja jetzt mal das anziehen. Und dann haben wir uns das angezogen, erstmal noch ohne Plan und dann, als wir festgestellt haben, dass es relativ lustig ist, hieß natürlich schnell, ey, Jona, mach mal eine Kamera drauf. Und dann, ja, könnt ihr euch selber reinziehen. Spätestens nächste Woche wird da, glaube ich, irgendwas zu kommen. Ich bin mal gespannt, ob Jona daraus wirklich, also sie hat ja 40 Minuten Themen mit uns besprochen, ja, die ja auch wirklich internas sind. Also ist ja kein, also dass Jona da unabgesprochen jetzt ein Content-Piece draus bastelt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal reviewen, würde ich sagen, weil das könnte auch in die Hose gehen. Auf jeden Fall sitzt sie da einfach und ist wirklich gut vorbereitet. Das muss man immer lassen. Sie hat wirklich viele wichtige Themen angesprochen. Sie sitzt da und wir beiden haben eine Kamera und ein Mikro, also eine Kamera in der Fresse und ein Mikro vor uns liegen, haben unser Busfahrerhemd und die Krawatte an und im Wesentlichen ist dieser Termin darauf ausgelegt, dass wir Scheiße erzählen. Also irgendwie die Themen noch durcharbeiten, aber eigentlich erstmal eine Scheißantwort geben, damit man das am Ende runtercutten kann. Und das tat mir im Nachgang irgendwie ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Aber ganz ehrlich, sie hat auch so oft Bier vergessen diese Saison, also hat es auch verdient. Ja, das sind wir, glaube ich, noch im Soll, ehrlich gesagt. Ja, wir sind noch im Plus, glaube ich. Ja. Sie ist im Minus, das stimmt. Ja. Aber das war wirklich, wirklich unangenehm. Ja. Ja, aber ansonsten sind wir im April. Also ich werde da jetzt gleich mit dir, das ist ganz komisch, wir werden jetzt gleich sprechen, ich glaube, wir werden es schaffen, wir müssen mit einem potenziellen Trainer ein Probetraining mit ein paar Spielern zu machen. Mhm. In 2 Wochen wahrscheinlich. Das tapeziere ich gerade so. Oh, das ist aber auch schnell. Ja, aber anders geht's nicht, ja. Wir müssen jetzt mal langsam raus damit. Ja. Hätte den Vorteil, dass wir dann auch bei einem Probetraining definitiv auch in der normalen Runde auch trainieren können und ein bisschen Volleyball trainieren können, das ist ja ganz gut. Und das wird jetzt so losrollen. Weil sonst, wenn dann wieder Mai ist und German Beach Tour ist, dann ist es schon wieder schwierig. Und ja, dann ist irgendwann ist schon wieder Ende Sommer und dann ist das Thema schon wieder abgepfiffen. Müssen wir, die Eintracht muss ran. Und die BFDler, der Antrag ist raus. Das heißt, ihr Berufsfreiwilligendienstleister oder sonstiges, ist wohl, der Antrag ist so raus, dass wir da von 2 Leute hier in so eine Wohnung stecken dürfen, die dann, das ist, die Wohnung, die wird auch, also wenn Jona dann auch manchmal dann noch zu Gast ist oder so, das geht dann völlig in die Hose. Müssen wir jedes Jahr einmal die Wohnung komplett kernsanieren. Das müssen wir mit einplanen. Das müssen wir budgetieren, ey. Naja, das ist so auf jeden Fall der Stand bei der Eintracht. Ja. Könnte spannend werden. Und dann Shoutout nochmal an unsere Jungs und unsere Krieger. Die Eintracht hat ja in Abwesenheit von uns beiden und noch einigen anderen tatsächlich noch gewonnen. Also wir hatten ja jetzt das letzte Saisonspiel gegen Milford Bell, gegen die wir im Bezirkspokal sogar ein kleines bisschen gestruggelt haben. Weil die da auch maximal Bock hatten und echt in der Runde so Gagai mit noch dem, was übergeblieben ist, sagen wir es mal so. Also Dima, Dennis waren da, dann hat Finn
Der hat ja auch nur so eine Handvoll mal gespielt, die Saison. Der war da, das war wohl wichtig. Und dann noch aufgefüllt mit der zweiten Herren, haben die das da irgendwie durchgeboxt und tatsächlich nur den Sieg geholt, dass wir zumindest, was die Siege angeht, die perfekte Saison abgeschlossen haben. Ja. Also außer, ich weiß nicht, hast du ein Update zu dem grünen Tisch-Thema? Nö, bisher nicht. Also das ist ja auch, wundert mich auch, dass das jetzt komplett, weil es jetzt auch wieder sind Ferien oder so, das ist wieder alles, ach so, ja, da passiert so jetzt nichts, ne? Da hat auch einer nach der Saison nochmal drum ärgern wahrscheinlich. Da hat auch einer Bezug genommen, wir uns immer drüber aufregen und, also der Kommentar war ganz komisch, wir regen uns immer drüber auf und jetzt machen wir selber Scheiße und stehen es nicht ein. Also wir stehen es doch, wir gestehen es doch ein. Ich bin nur nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir halt eine einfache Lösung gefunden haben und ja, da sie jetzt keiner einen Fass drauf aufmachen muss. Was ist das denn für ein dummer Kommentar? Ja, wir haben nichts manipuliert. Nee. Da wurde ein Fehler gemacht und in der Runde von den Leuten, die da relevant waren, dem Schiedsgericht und dem Gegner, wurde eine Absprache gehalten, dass das für alle Beteiligten okay ist, dass wir es so machen. Ja. Ohne, dass wir davon einen Wettbewerbsvorteil hatten. Und andernfalls wäre es ja nicht gewesen, oh, wir dürfen jetzt hier Dima nicht spielen lassen, sondern also wir hätten ja noch, also hätten uns dann andernfalls darauf geregelt, okay, wir pfeifen ein bisschen später an und tragen uns jetzt mal ein. Ja. So, und es ist ja auch nicht so, dass Essen dann gesagt hat, ja, nee, wir bestehen jetzt darauf, der darf jetzt nicht spielen. Also alles wäre nicht passiert. Nee. Deswegen ist das wirklich ein saudämlicher Kommentar, meiner Meinung nach. Ja, ja, aber deswegen ist halt, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. War auf jeden Fall, also er wird so oder sowas kommen, weil wir über den Westdeutschen Volleyballverband gesprochen haben, im Zweifel irgendjemandem sagt, ja, dass ihr... Das hat er jetzt wieder noch ein. Hallo Klein, hallo, hier du Kleindenker, du hast doch immer was gegen die, hört mal, was die da sagen, vielleicht könnt ihr das gegen die verwenden, das wird natürlich passieren, ja. Aber ja, das ist so. Ansonsten finde ich gerade, was mich gerade ein bisschen abfuckt ist, das geht dir wahrscheinlich gerade gar nicht so, wo du kriegst die Sachen ja auch mit, ich habe gerade ganz viele Themen auf dem Tisch, über die ich nicht reden darf. Ach so, also ich bereite gerade 60-70% meiner Arbeitszeit geht gerade auf Sachen, die ich überhaupt nicht, über die ich überhaupt nicht sprechen darf zum jetzigen Zeitpunkt. Das nervt richtig hart. Also Projekte in der Zukunft, in der mittelfristigen, die einfach nerven, dass man da nicht drüber sprechen kann. Also das kann ich gut nachvollziehen. Und dann kommt dann immer wieder so alles so zwischen Tür und Angel und dann, ja, das ist ein bisschen störend. Trotzdem gut, was da passiert im Hintergrund. Ja, das ist geil. Die Projekte, die da kommen, die sind alle... Also wir haben schon ungeilere Themen gemacht, um das Wachstum der Firma irgendwie voranzutreiben. Was guckst du so? Ich hab gerade überlegt, da muss Nathalie gleich nochmal ran und die Dinger ein bisschen runterbekommen. Jetzt hör doch mal auf, ey. Jetzt hör doch mal auf. Die Arme, ey. Ja. Okay, ja, aber dann lass uns das Ding doch hier für heute ab. Wir müssen auch gleich noch fit sein für das hoffentlich zweite geile Halbfinalspiel. Da, so sieht's aus. Von daher, das könnt ihr euch, wenn ihr es verpasst habt, im Nachhinein reinziehen. Und ansonsten... wenn ihr jetzt freitags reinguckst und dann... Oh. Ah, und lieben Gruß an das, an den Kameraden, der mir geschrieben hat, der mit seiner Freundin freitags, jeden Freitagabend gucken die zusammen, diesen crazy Podcast. Er und seine Lebensgefährtin gucken zusammen diesen Podcast. Über... Eintracht Shorts Content. Geil. Auf, ich gucke Freitagabend mit meiner Freundin, ich weiß nicht genau, wie die Konstellation war, auf jeden Fall, ich sag mal, Freundin, gucken die zusammen abends, jeden Freitagabend, wie Tatort sonntags früher, gucken die freitagsabends unseren Videopodcast. Das ist einfach geil, lieben Gruß, Alter. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit jetzt in den letzten Minuten. Ich habe da schon mal, wir haben da kurz drüber gesprochen, ich tendiere dazu, dass es, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist. Gerade so für dieses Gucken. Weil ich meine, Podcast hören, das ist eine alleine Sache. So, das macht man alleine, da hat man eigentlich auch Kopfhörer einfach auf. Ja. So, deswegen, das ist eine alleine Sache, aber so auch gucken. Und dann hast du so Zeit, dann da so ein bisschen drauf zu reagieren. Und da mal kurz so, okay, dann unterhält man sich drüber, was da gerade jetzt thematisiert wurde und so. Ich finde es nicht so schlecht. Nö. Also ich glaube, die sind da an was ganz Großem dran, die beiden. Setz dich durch, meinst du? Ja, wir sollten vielleicht aufrufen auf, ey, Freitagsabends, wenn wir nicht mit Bounce House oder GBT online sind. Ich weiß nicht, wie viele Paare es gibt, für die der Content dann tatsächlich kompatibel ist, dass da beide ein bisschen was von haben. Ja, da könnt ihr jetzt gerne mal Bezug nehmen. Und nicht auch bei nur YouTube. Entweder der Typ oder die Frau so sagt, ja gut, weißt du was, die oder er guckt dann halt gerne... Ich mach das so mit, ich mein Gott. Ich mach Stunde so mit, Second Screen oder so ne? Scheiße. Wir sind so das gute Zeiten, schlechte Zeiten so von einigen Männern da früher. Was oder Frauen vielleicht. Was glaubst du, dass, keine Ahnung. Das will ich noch zu Ende, die Frage will ich dir stellen. Glaubst du, dass mehr, also uns hören ja safe mehr Männer zu als Frauen, so, das wird so sein? Ja, natürlich. Ja. Und glaubst du, dass trotz dessen, dass es natürlich mehr Männer gibt, die diese Situation auslösen könnten, glaubst du, dass mehr Männer Frauen geinfluenced haben? Also nein. Frauen sagen sie müssen, nein, andersrum. Frauen Also es gibt mehr Männer, die uns jetzt konsumieren müssen, weil die Frau da richtig halt drin ist. Weil, das gibt es auf jeden Fall mehr. Weil Männer nämlich sich von den Frauen immer,
Ja, du darfst ja auch nicht die 70% der Männer vergessen, die wirklich auch absolut keine Chance haben, eine Frau überhaupt kennenzulernen. Stimmt natürlich. Und die Frauen, die haben ja das Recht. Ja. Das stimmt. Also, und deswegen ist die Zahl natürlich höher. Unsere Kernzielgruppe auf Twitch. Das ist ja quasi impossible. Ja. Ja, okay. Aber macht euch keine Sorgen. So die Sexroboter, da tut sich was. Das ist auch bald, glaube ich, für den Public Market. Dann ist das wie in Asien, dass die ganzen jungen Männer alle gar kein Interesse mehr haben an Reproduktion. Weil die Sexroboter einfach viel zu nice sind. Es wird kommen, die Zeit. Macht euch keine Sorgen. Ja, ich widerspreche dir nicht. Ich finde es nur sehr witzig, weil ich eigentlich die Frage war wirklich einfach nur, ob die Frauen mehr bekehrend sind und sagen, hey komm, du musst jetzt mal Zeit in meinem Hobby verwenden oder der Mann sagt, du musst Zeit auf meinem Hobby verwenden. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall A. Ja, es ist ja, 100% ja, A. Ja, denke ich auch. Ja, aber ihr tut, sagen wir es mal so, alle Frauen, die uns zuhören, ihr wisst ja, dass euer Männern was Gutes tut, wenn ihr die mit uns konfrontiert. Ja. War ja auch in Mannheim schon relativ häufig, dass dann so ein Typ kam. Also manchmal war so dieses, ey, also dann hat sich die Frau vielleicht nicht getraut und ist so der Freund gekommen, meinte so, ey, hier, meine Freundin, die guckt euch voll gerne. So, und dann immer so, in Klammern quasi, man hat es in der Körpersprache gemerkt, so, ich check nicht warum. Ja, genau. Und ich finde es jetzt auch richtig scheiße, dass ich das Thema so lostrete. Ja, und ein paar dann auch so, die gesagt haben, ey, ich zieh mir das jetzt auch rein, find's ganz witzig, hier so Eintracht und so. Ne? Also mit Volleyball habe ich eigentlich nichts zu tun, aber ich finde das ganz lustig. Ja, das ist auch recht häufig passiert. Also dieser Wandel ist auf jeden Fall ausgeprägter als der andersrum. Das ist, aber liebe Frauen, bleibt da dran. Und geht doch auch mal, was wir jetzt mal machen zum Ende der Episode hier, ihr schickt jetzt schön, ne, egal wo ihr es guckt, entweder YouTube oder auch auf Spotify oder wherever, also Audio, ihr schickt jetzt einfach mal schön den 2-3 Leuten, mit denen ihr so ein bisschen ähnlich Konsumverhalten habt oder wo ihr denkt, das könnte die auch interessieren, den schickt ihr einfach mal die Episode und sagt, ihr hört mal rein, das ist mein Lieblingspodcast oder sowas. Okay. Macht das doch mal. Ja, dann Feedback. Finde ich gut. Dann Feedback auf jeden Fall dann. Ja. Ne? Und mal gucken, ob da jemand bekehrt wird. Das wird doch schön. Hört sich nach einem spannenden Projekt an. Machen wir so. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Geht nächste Woche weiter. Danke und so, ne? Mit Scam. Tschüss.